Henne, den Fernseher bitte. Vanya, ich komm doch schon. Hallo lieber Aquarianer, wir haben Januar, es ist bitterkalt und ich bin allein, weil mein lieber Ronny mich mal kurz alleine gelassen hat und Pause macht mit seinem Red Bull. Alle tut, wir wollen euch, oder ich möchte euch heute nur ganz kurz die Sendung anmoderieren. Danke nochmal Stefan für deine Idee, sehr nett. Es geht um dieses auch klasse Schaubecken, was mit der Firma Rockzolid auf künstlicher Basis eingerichtet wurde. Das heißt, in so eine große Wanne, was immerhin über 1000 Liter misst, 1 Meter Höhe hat, ist es ganz schwer, mit echtem Dekomaterial in dieser Dimension zu arbeiten. Also sprich, ihr könnt euch vorstellen, was ein Steinklopper in der Größe wiegt, garantiert, weiß ich nicht, 50 Kilo. Bodenplatte wird übelst belastet und das Reinwuchten ist natürlich abartig. Dafür gibt es nicht bloß die Firma Back to Nature am Markt, sondern auch die Firma Rockzolid. Lässt sich nicht viel dafür sagen, die Steine können angebohrt werden, sind im Produktionsverfahren etwas anders als zu Back to Nature. Größere Bandbreite, aber anderes Material. Back to Nature verwendet ja Polyurethan und verarbeitet so anders. Und hier haben wir im Prinzip geklebte Glasfaser mit einer richtigen bemalten Oberfläche und dann mit Epoxidharz lackiert und so weiter. Wir zeigen euch im Tropicus jetzt in einem komprimierten Spot, wie wir schon mal ein Skate gemacht haben, hier die Einrichtung dieser Geschichte Rockzolid mit Altungsgalan. Altungsgalan, Verzeihung, habe ich richtig gesagt, ja, ist ein bisschen später schon geworden. Und haben wir eine schöne Truppe von Peru, Altum, Schwimmen. Sind 40 Tiere, die aber alle, wie ihr es schon sehen könnt, schon wieder verkauft sind. Vielleicht machen wir in einer nächsten Sendung mal einen Schnitt auf den neuen Besatz. Können wir vielleicht schon verraten, ganz im Gegensatz zu unserem Pflanzenmann, wo wir euch in der letzten Sendung ein bisschen auf die Folter gespannt haben, werden hier mal 1000 Wildfang-rote Neons schwimmen. Also für alle, die mal dranbleiben wollen, die nächsten Sendungen, irgendwann Schwenk machen wir, der Stefan einen Schwenk auf die Wanne mit dem neuen Besatz. War ganz was Besonderes auch aus dem Orinoco. 1000 Wildfangneons, schöne, dicke Viecher, die hier lang schwimmen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei der Geschichte. Verzeiht mir, wie gesagt, meine dreckigen T-Shirts und wie ich mich bewege. Alles gut, lässt sich nicht anders machen. Stefan, danke für deinen Zusammenschnitt. Ihr seht mal, wie so ein Becken leer bis voll entsteht und was daraus geworden ist. Viel Spaß beim Klotzen. Wir bedanken uns wie immer für eure Treue und viel Spaß. Ciao, tschüss.